Es sickerte langsam durch, dass die Russen Thüringen einnehmen würden. Oder die Bevölkerung wusste offiziell nicht Bescheid. Bescheid wussten aber diese sogenannten Displaced Persons, und die hatten auch sozusagen offiziell die Möglichkeit bekommen, rechtzeitig wegzugehen. Und als mein Vater das hörte, war klar, wir gehen auch wieder weg. Und diese Gruppe von Displaced Persons, die hatten, weil sie das ja nun durften, weg durften oder auch weg sollten, die hatten es fertig gekriegt, irgendeinen Spediteur ausfindig zu machen, der bereit war, Leute wegzufahren. Und da hat mein Vater das irgendwie wieder fertig gekriegt, dass wir uns denen anschließen konnten. Und dann sind wir von Marbach oder von Erfurt aus genauer nach Baden-Württemberg gefahren. Das brachte dann wirklich ein bisschen mehr Normalität. Mein Vater hatte Arbeit und wir konnten auch so die ersten kleinen Anschaffungen machen. Trotzdem hatte mein Vater den Wunsch, aus der amerikanischen Zone wegzukommen und an die Küste zu kommen. Wir haben uns dann mit einer Hamburger Familie zusammengetan, und die beiden Familien, also Schmitz und wir, meine Eltern, haben sich einen Güterwaggon, einen richtigen Viehwaggon, bei der Bahn gemietet zur Reise nach Norddeutschland. Wir wohnten auf der einen Seite und die auf der anderen Seite von der Tür. Und es war also richtig so eine dicke Schiebetür davor, vor die wir, wenn der Zug fuhr, damit da keiner rausfällt, von innen so einen dicken Balken vorgehängt haben, konnten immer schön rausgucken. Es war aber ein fürchterlicher Transport, weil wir erstens ja keinen Fahrplan hatten. Wir wussten nie, wann wir fahren, wohin wir fahren, wie wir fahren. So, dann hatten wir eine Brennhexe, also einen zweiflammigen Herd mit Kohle oder mit Holz zu beheizen. Den hatten wir im Waggon aufgestellt mit einem Rohr nach draußen. Und da haben wir dann gekocht während der Fahrt oder auch wenn wir standen. Und wir standen sehr viel. Ach, ein ganz schauriges Erlebnis war, als wir über die Werra fuhren. Die Werrabrücke ist, glaube ich, 80 Meter hoch, hatte kein Geländer, war wohl notdürftig wiederhergestellt, und mitten auf der Brücke blieb der Zug stehen und da schwankte. Fürchterlich. Und wir hatten ja nur diese eine Planke da vor unserer Schiebetür. Also nein, also wir hatten alle Angst. Wir hatten alle Angst. Und es ging dann aber weiter und es ist nichts passiert. Ja, und dann kamen wir in Hamburg an. Also insgesamt sind wir fast 3 Wochen unterwegs gewesen. Und mein Vater war dann zum Einwohnermeldeamt gegangen und die haben dann aber gesagt, es geht nicht, wir können da nicht bleiben, die nehmen nur Hamburger auf, Hamburg sei vollkommen zerstört und sie könnten nicht andere fremde Flüchtlinge aufnehmen. Also die Familie Schmidt durfte aussteigen und wir nicht. Und dann hat mein Vater gesagt, naja, Bremen ist auch eine Hafenstadt, also haben wir weiter nach Bremen die Frachtpapiere ausgefüllt. Kam in Bremen an, aber genau das Gleiche, Bremer ja, andere Flüchtlinge nein. Also weiter nach Oldenburg. Oldenburg war nun ein Binnenhafen bestenfalls. Aber wir waren da nun mal gelandet und dann mein Vater wieder zum Einwohnermeldeamt. Und dann haben wir diese Einweisung in die Kaserne bekommen. Das war eine alte Wehrmachtskaserne, so in den 30er Jahren gebaut, also relativ gute Substanz und auch nicht, doch, 2 Blocks waren beschädigt, aber nur leicht beschädigt. In der Kaserne waren also knapp 1000 Leute untergebracht aus Ostpreußen, Westpreußen, viel Schlesier. Und das ist so für mich gefühlt auch erst das Ende der Flucht. In der Kaserne haben wir es dann 12 Jahre, ja, von 46 bis 58 ausgehalten, bis meine Eltern dann in Oldenburg oder bei Oldenburg ein Haus gebaut haben.